Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 2, der Danny spielt das. Wir werden heute ein wenig Güterzugaufgaben meistern und werden dazu auf der neuen Strecke, auf der Taranta-Rampe mit unserem Güterzug bzw. mit unserer Güterlok, diese Lok Baureihe 363, ein wenig teilen und rangieren, und ich würde sagen, ich starte einfach mal und würde sagen, wir stellen uns dem Ganzen und schauen mal, ob wir das überhaupt gewuppt bekommen und was wir hier zu tun haben. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Folge und ja, habt einfach Spaß mit der neuen Strecke Taranta Rampe. Und wir werden einfach mal beginnen, würde ich sagen. Willkommen im Rangierbahnhof Freiberg, Sachsen. Wir müssen ein paar Güterfahrten durchführen, darunter die Sortierung von kürzlich gelieferten Hubbeanswagen. Ja, das werden wir versuchen zu machen und zu tun und zu meistern. Der Rangierbahnhof verfügt über Handstellweichen. Überprüfen Sie Ihren Fahrweg und passen Sie die Weichen bei Bedarf an. Sie können auf die Livekarten zugreifen, indem Sie 9 drücken. Nutzen Sie dies, um den Weg des Fahrzuges anzuzeigen und auf Bedarf Weichen einzustellen. Nun, dann werden wir erstmal schauen hier. Stellen Sie den Richtungswender auf Vorwärts. So, wir fahren auf jeden Fall, das ist schon mal vorteilhaft. So, und da vorne steht dann unser erster Zugverband, an dem wir ankuppeln müssen. Das war, glaube ich, zu viel. Bin ich da jetzt dran oder nicht? Nee, noch nicht. Doch, ich habe sie am Haken. Wunderbar. So, das heißt, wir werden uns erstmal wieder in unseren Dings begeben. Werden. Fahrtrichtungswender nach hinten verlegen. Das lassen wir erstmal aus. So, wir werden uns umdrehen. Eieieiei. Bin ich denn jetzt da? So. Geht's.
Wunderschön. Das scheint noch gut zu funktionieren. Das ist sehr schön. Spannend wird es nur, wenn wir die Weichen stellen müssen. So, noch fahren wir geradeaus auf unser Ziel zu. Das ist sehr schön. Das heißt, ich habe noch nichts falsch gemacht bis jetzt. Aber ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass ich das Spitzenlicht schon angemacht habe. Das heißt, das werde ich gleich noch nachholen müssen. Ich glaube, jetzt sind wir doch nicht zu schnell hier. Doch noch ein Stück vorziehen, würde ich sagen. So, jetzt geht es wieder andersrum. Das heißt, Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Zack. So, jetzt schauen wir erstmal unseren Fahrtweg an. Wir sollen sollen wir hin. So, das ist der Weg. Das ist unser Zug. Zack. Jetzt fahren wir hier rum. Wo geht das hin? Das ist auch verkehrt. Zack. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Wunderschön. So, das heißt, wir werden hier losfahren, Bremse lösen.
So, das war schon Martinshorn zu hören. Dann schauen wir mal, ob ich jetzt die Weichen richtig gestellt habe. Ja, die Meterzahlen verändern sich rückwärts. Das ist schon mal sehr schön. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Das passt wunderschön, wunderschön. So, rotes Signal vor uns. Das heißt, ich schmeiße mich ans Ziel ran. So, wie angezeigt. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Lok, drehen uns um. Als erstes natürlich Fahrtrichtungswender verlegen. Zack. So. Haben allerdings rot. Das heißt, wir werden hier erstmal das Stellwerk kontaktieren. So, wir dürfen weiterfahren. Das ist sehr schön. Das heißt, Bremsen lösen. Es ist nicht ganz einfach, die Steuerung mit dieser Lok. Also es ist wirklich ein wenig tricky. Aber ich habe was verkehrt gemacht. Stopp, 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 stopp. Oder? Oder?
Es funktioniert doch alles gut. Hoffe ich zumindest, oder? Ich glaube schon. Alles gut. Schalten wir schon mal im Leerlauf, für ihn nicht gleich mit voller Speed da ankommen. Wie sieht eigentlich unser Ablaufplan aus? Das haben wir erledigt. Ja, da haben wir noch was zu tun. So, 200 Meter noch, 250.
als Punktlandung, würde ich sagen. So, jetzt sollen wir die Beladen, die Lagen, ganz langsam, die Wagen abkuppeln. So, jetzt wird die Tür öffnen. So. So, Türe wieder zu. Dann setzen wir uns in unseren Stuhl. Da wollte ich hier noch wegen den Lichtern ganz gut kombinieren sehen. So, dann geht's weiter. Wir lösen die Bremse. Und werden losfahren. So, unsere erste Formation haben wir jetzt sicher und heile an seinen Bestimmungsort gebracht und werden uns jetzt zu unserer zweiten Formation begeben und werden dazu erstmal jetzt auf dieses Ostseegleis fahren und dann wahrscheinlich wieder entgegengesetzt in Richtung unserer zweiten Formation. So, weiter geht's. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal unseren Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. So, dann Bremsen haben wir gelöst. Dann können wir gleich losfahren. Zuvor schauen wir aber nochmal schnell,
ob wir überhaupt in die richtige Richtung fahren. So, wir sollen dahin. Und genau dahin fahren wir auch, oder? Wo ist unsere Lok? Da. Das ist ja nicht jetzt die Weiche mache. Dann ist verkehrt. So ist richtig und die. Okay, muss ich auch so lassen. Wunderschön. Dann haben wir es. Dann kann es losgehen. Ups. Da hinten stehen sie, unsere Wagen. Es geht weiter in die Richtung, das heißt, Bremse lösen. Wir gucken noch schnell auf unseren Fahrweg. Wir sollen da. Da sollen wir hin. Eigentlich sieht das alles gut aus, so wie wir hier fahren. Eigentlich sieht das alles gut aus. Aber da steht ein Zug, oder? Nee, das ist Gleis. Das sind wir. Ja, dann passt das. Dann können wir ja loslegen. Aber ich glaube, ich werde das erstes Mal ein bisschen speichern, soweit man das hier überhaupt kann. So. Dann Bremse lösen haben wir schon. Dann auf geht's.
So, eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Wunderschön. So, es gibt auch mal ein bisschen Geschwindigkeit für die ganze Sache. Wunderschön. Können wir noch fahren. Oh, besser ein bisschen früher bremsen als zu spät und übers rote Signal schießen. Das wäre nämlich sehr kontraproduktiv. Da hinten steht der Regionalverkehr. An dem Freiberger Bahnhof.
So, jetzt geht es wieder in die Richtung. Das heißt, Führerstand Richtung Swender verlegen. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? So, wollen wir. So, wir fahren einmal unseren FDL. Gut. Dann gehen wir auf die Karte. So, grün. Da ist noch rot. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Lass mal schauen. Da ist unser Ziel. Das sieht gut aus. Das ist richtig. Das ist richtig. Und hier haben wir, glaube ich, keine Weichen. Gut, dann geht's los. Bremsen lösen. Löst die Bremse. Auf geht's. Ostseegleis 125. Schön. Es läuft wie am Schnürchen. So muss es sein. So, da kommt doch schon unser Ziel. Wunderbar.
So, wunderbar. Jetzt geht es abermals in die andere Richtung. So, wir lösen wieder mal die Bremse. Fängt's auch mal an zu riechen. Kontaktieren Sie die Fahrdienstleistung. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Wunderschön. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Es ist wirklich nicht einfach, das sage ich euch. Dass die Bremsen sich mal lösen, das ist wirklich kein Spaß. Endlich. Martinshorn ohne Ende. Junge, 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 jetzt schon was los hier.
Na komm, es dauert wirklich Ewigkeit. Nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich sag's euch. Ihr seht's. Hier, das muss sich verringern. Aber es tut's nicht. Warum auch immer. Meine Güte, was eine schwere Geburt. Ich sag's euch, es ist nicht einfach, diese Steuerung. Also, am besten will ich. So, jetzt haben wir unsere Formation an die andere Formation angekommen und schauen mal, wie es dann weitergeht.
War das doch noch zu viel? Nun, ich würde sagen, dann beenden wir dieses Video erstmal. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Das war jetzt ein etwas ruppiges Ende. Ich wusste, hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, weil ich war ja eigentlich schon am Bremsen. Aber anscheinend war der hier doch etwas empfindlich, die Geschwindigkeit zu hoch und ja, sowas passiert dann. Nichtsdestotrotz, bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Euer Danny spielt das. Bis zum nächsten Mal und ja, ich denke, ich werde gleich noch ein anderes Szenario spielen und ja, ihr hört mich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny spielt das.